Spanisch oder zumindest den restlichen Teil, der hier noch war. Heute geht es weiter mit der Route 215. Quatsch, Route 209 war es natürlich. Nicht Route 210. Nein, Route 210 wäre hier eigentlich, aber da kommen wir gerade nicht weiter. Die Enton versperren den Weg und machen keinerlei Anstalten, sich zu bewegen. Ja, das ist jetzt gut. Was haben wir hier eigentlich noch? Kaffee frisch gesund, die beste Milch der Welt. Okay, gehen wir mal Milch holen. Warum nicht? Jetzt kommt Kuhmilch, gehe ich dann. Ja, kein Problem. So. Hey, komm. Dieses hier ist mein ganz. Dieses Pokémon ist mein ganzer Stolz. Und du hast. Ohne bitte nicht. Du hast keine Pokémon. Ja, die Trainerin. Das wusste ich gar nicht, dass da noch eine Trainerin ist. Die Serviererin Frauke mit einem Pipi. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Wir ahnen gerade Böses. Wir ahnen. Wir schwan gerade Böses. Die 1. 1 hätte ich noch. Ja, ich dachte, sie hat jetzt bekommen. So. Das heißt, ich werde wechseln. Ich werde auf die Pin wechseln, weil die Pin treffen kann. Genau. Ich dachte bitte nicht, du kannst jetzt irgendwie. Okay. Das ist egal. Alles gut. So, also auf jeden Fall dieses Pipi schon mal weggesteckt. Oh. Schambolzen. Jetzt sollte uns das nicht daran nicht klar, dass irgendeine Kacke kommt. Verwirrung. Komm jetzt bitte um die scheiß Verwirrung rum. Natürlich, es gibt wohl ja voll starr von Liebe. Och, das ist nervige Pipi. Das Viech ist eigentlich gar nicht so stark, aber das ist einfach extrem nervig. Librin hat sich verliebt. Turbo-Tempo. Ja, das würde mich nicht wundern, wenn das Viech mich dauernd klar wird, mich dieses. Ich bin nicht mehr verwirrt. Das ist schon mal ein Vorteil. Aber ich kann nach wie vor. Doch, ich kann angreifen. Gott sei Dank. Gott sei Dank ist das Video. Auch auf die Lage reagiere ich mit einem breiten Grinsen. Ah, ich hatte jetzt gedacht, dass er sowas wie ein Mildtank hat. Eisenler. Manche unserer Kunden sind recht heißblütig und wollen ohne Unterlass kämpfen. Dann lass dich zu dir zwingen und gehen sie in den Aufenthalt hier. Ich komme im Café, was darf sein? Wobei ist eigentlich egal, was du gerne hättest. Sie will mir eh nur Kuchen und Milch. Eine Flasche kostet über 500 Poké-Dollar. Möchtest du eine? Ja, Nummer 20, 10. Gut. Nee, hast du den ganzen Internet draußen gesehen? Das sind Pokémon, die von chronischen Kopfschmerzen geplagt werden. Ich fürchte, dass es abwarten, bis es ihnen wieder besser geht. Ich bin ein Pokémon-Sammler, also ich war sehr stolz auf mein Wissen. Möchtest du, dass ich dein Wissen mal auf die Probe stelle? Okay, ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt so einen Kampf-Arena da irgendwie auf die bekommen. Aber, ja, dann wird sich das heute ein bisschen verzögern. Das war so, was ich da gedacht habe. Na gut, erstmal da jedenfalls einen Bogenbaum. Mobility könnte man theoretisch. Haben wir gute Wahl. Fußkick. Wo wir bauen eine Pflanze. Aber es ist Gestein. Guter Zug. Das heißt, wir können unser Pokémon nicht mehr auswechseln. Brauchen wir jetzt auch nicht. So. Wir Geschichte jetzt. Aber du hast natürlich. Natürlich hast du noch. Lass mich raten, du hast danach noch sogar noch ein drittes. Guck, die Sonne erreicht Level 18, Konita erreicht Level 27.
eigentlich wissen müssen. Okay. Das ist aber kein Volltreffer. Zumindest die Paralyse greift, ja. Die Schwankante sollte nicht so effektiv sein. Mit dem Psy-Strahlen. Und damit haben wir es. Kam auf 28, blieb drin 29. Naja, fast alle Teams wieder mal ein Level, außer das kämpfende Meditier. Das leider noch keine Level hat, aber naja, alles gut. So. Dann müssen wir mal unser Team ein bisschen heilen. Du willst auch nicht kämpfen, verdammt, ne? Wir hatten eine defizite Debatte über Pokémon. Das kommt unter uns anderen häufig vor. Okay, Moment. Auch du hast wieder drei Pokémon und lass mich raten. Na gut, das, du hast jetzt nicht drei Pokémon, oder? Mit dem Unilicht-Pokémon. Na gut, vielleicht wäre doch ein Stahl-Pokémon die nächste. Ja, ja, gut. Vitato. Dann gehen wir auf Gewissheit. So, Phantom ist schon weg. Du hast bestimmt jetzt drei Stück, ne? Ja. Wenn dein Kollege da drei Smurgelbomber hat, dann ist das nicht Phantom. Das ist doch mir fast immer klar. Tschüss, Funky Moss. Die Tierrakke Level 28. Ach, okay. Turmkick. Ah, nimm was rein. Da nehme ich noch ein drittes Pantymos, das war mir verpasst. Gut, dann machen wir tatsächlich heute die Runde 215, machen wir heute dieses Kampfcafé. Ja, das ist kein Item. Ich weiß jetzt, ob ich noch ein Item oder so. Also egal, alles gut. Ich habe dieses Pantymos auch weg. Bitte die auch baden. So, na? Warst du? Gut. Dann haben wir noch die 200 Camps hier gekämpft. Okay. Ich nehme nochmal eine Ladung Kugelmilch mit. Dann haben wir das auch. So, was machen wir denn heute? Und noch irgendwas, was wir hier übersehen haben. Probieren wir mal hier noch einen. Kann auch Honig drauf. Die kommen bestimmt nochmal wieder. So, nächstes Ziel wäre die Route 215 von Trostu nach Elises. Okay. So, gut, dann nehmen wir hier erstmal diesen.